Herzlich willkommen zurück in Skylanders. Es hat ein bisschen gedauert, bis jetzt die nächste Folge von Skylanders erschienen ist. Ich hatte ein paar Probleme, die wir so hatten, und zwar mit der Sammlung Skylanders. Die Sammlung zeigte die Skylander-Arten, die du in deinem Besitz hast. Das ist nämlich der Haken. Wir haben ja schon ein paar mehr benutzt. Vor allem wollen wir jetzt hier nochmal uns diese aneignen, die wir schon gefunden haben, die wir benutzen wollen. Zum Beispiel diesen hier. Sonic Boom. Haben wir ja auch schon gesehen, aber das ist gar nicht in unserer Sammlung drin. Jetzt werden wir ihn mal zu unserer Sammlung hinzufügen. Das heißt, wir werden jetzt Spyro wegnehmen, Sonic Boom benutzen. Den auch zu unserer Sammlung hinzufügen. Das heißt, man muss nämlich auf Verwalten und Eigentum drücken. Möchtest du das wirklich tun? Der Spitzname würde zurückgesetzt werden und er wird zu deiner Sammlung hinzugefügt. Ja, wollen wir. Wir haben nun zwei Luftskylander. Machen wir gleich weiter mit den nächsten. Gucken wir wieder rein. Wir hatten auch benutzt Warmshell. Hatten wir noch gar nicht benutzt, da ich ihn ja auch noch gar nicht in meiner Sammlung hatte. Das hat sich geändert. Ich habe Warmshell bei eBay kommen. Dann wollen wir ihn doch jetzt auch gleich mal benutzen. Er ist natürlich gebraucht, nicht neu. Hat eine Weihnachtsmütze auf. Und er ist auch schon Level 9. Das wollen wir natürlich auch ändern. Das heißt, wir müssen ihn erstmal zurücksetzen. So. Wieder Level 1 und wir wollen ihn natürlich zu unserem Eigentum machen. Also, jetzt gehört er mir bereits. Das ist ja wunderbar. Wenn man ihn zurücksetzt, wird es anscheinend auch der Eigentümer bestimmt. So, dann als nächstes haben wir hier Dino Brain. Ich weiß gar nicht, ob wir Dino Rang schon benutzt hatten. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Deswegen werden wir jetzt mal Warmshell wegtun und Dino Rang benutzen. Nee, ich glaube, Dino Rang hatten wir noch nicht benutzt. Nee, machen wir auch hier zurücksetzen. Und der wurde dann auch automatisch hinzugefügt. Tut mir leid. So. Achso, jetzt sollten wir natürlich vorher gucken, welchen wir als nächstes nehmen. Gucken wir nochmal wieder rein. Sammlung Skylanders. Welchen haben wir denn noch? Ja. Das ist der einzige, da wo es ein bisschen problematischer wird. Den habe ich nämlich noch gar nicht ausgepackt. Der ist in einer Dreierbox drin. Die da jetzt raufzustellen ist ein bisschen schwierig. Die muss ich erst nochmal auspacken. Das machen wir dann ein andern Mal. Gucken wir uns doch mal diesen an. Ignitor. Ignitor habe ich da. Nehmen wir den runter. Den Ignitor gleich schon mal rauf. Der ist auch Level 1. Aber der gehört nicht uns. Deswegen machen wir Kapitel aus.
Wahl. Ach ne, gar nicht mal gedrückt. Hier rauf. Den haben wir nur mal kurz angeschaut auch. Machen wir Eigentümer, sind wir. Neue Heldenherausforderung. Deswegen haben wir da auch gar keine Heldenherausforderung gefunden immer. Ich hatte mich schon gewundert. So. Das heißt, ich habe jetzt stehen. Mal zählen. Wie viel Skalender ich hier stehen habe. Der ist doppelt. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Skyländer. Und da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dieser hier. Den Rank. Diesen. Den. Ach so, 9. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 müssten es sein. Das sind aber auch 9. Und einen sehen wir nämlich noch gar nicht. Ne, 2 sehen wir aber noch gar nicht. Wen habe ich. Welcher fehlt denn dann noch? Warte mal, der ist da. Sonic Bundes und die Luft. Der fehlt. Der fehlt nämlich noch, den müssen wir gleich wieder angucken. Der. Feuer. Ach, der Feuer steht ja auch da drauf gerade. Mhm. Dino Rank. Star. Der. Also. Schon wieder Hustenabwehr hier. So, das heißt, der kommt nochmal weg. Dafür kommt natürlich nochmal unser Trigger Happy, ist nämlich auch noch gar nicht drin, ne? Und er ist ja so groß auf seiner kleiner Bombe hier. Kann man ja mal kaum sehen. Da müssen wir natürlich auch nochmal Eigentümer werden. Den werden wir natürlich nicht zurücksetzen, da wir mit dem hier angefangen hatten. Aber da können wir natürlich sagen, dass wir der Eigentümer sind. Jetzt haben wir dafür auch mal eine Herausforderung für. So. Und dann natürlich auch noch unseren kleinen Fisch. Gilgrunt. Auch hier. Da hatten wir ja so viel Geld in den letzten Folgen mit verdient. Das sind wir auch Eigentümer. Jetzt haben wir natürlich 2 Wasserskalender. Warum 2? Achso, weil Wormshell auch ein Wasserskalender ist. Genau. So, jetzt haben wir Folgendes. Wir haben jetzt nämlich auch mal ein paar Skalenders in unserer Sammlung. Den sehen wir, wie gesagt, nächstes Mal dann. So, dann haben wir natürlich damit auch ein paar Errungenschaften erzielt. Einmal haben wir Kapitän. Was ist denn Kapitän? Ausgezeichnet, du hast deine Sammlung von... Achso, du hast deine Sammlung um mindestens 1 Skalender vergrößert, die nicht im Starterpack sind. EP Plus. Gibt's dafür? Und zwar 150%. Ach ne, weiß man gar nicht, wie viel man kriegt. Aber wir haben jetzt insgesamt 150% EP Bonus. Botschafter. Glückwunsch, du hast mindestens 1 Skalender jedes Elements in deiner Sammlung. Jetzt kannst du auf alle Elementore zugreifen. Genau, das war ja unser Ziel. Haben wir natürlich erst im Nein-Nein gemacht, weil wir das ja mit diesen Sachen, die wir finden, dann benutzen. Jagged Majo. Gut, du hast mindestens 18 verschiedene Skalender in deiner Sammlung. Du bist dabei, eine starke Truppe zusammenzustellen. Ja, wir haben jetzt momentan schon mindestens 8. Also ich zähle 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10 mit dem, der da drauf steht. Jetzt gucken wir nochmal an. Zählen wir das nochmal nach. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und der 11., wie gesagt, sehen wir dann nächstes Mal. Sehr gut. Klappt doch. Was haben wir hier unten noch für eine Errungenschaft? Hut. Hut. Hut ab. Du hast mindestens 10 Hüte gesammelt. Nutze sie gut. Dann gibt es natürlich noch andere. Mindestens 12 Skyliner, 16, 24, alle 32 Stück. Das ist natürlich unser Ziel irgendwie. Mindestens 10 Schriftrollen. Alle Schriftrollen.
legendäre Schätze 10, 26, Seelensteine. Achso, und die haben wir noch nicht, die drei Seelensteine für die Starter-Pokémon. Alle Seelensteine. Alle Hüte. Ein Scan muss alle Herausforderungen schaffen. Abschließen. Alle drei Sterne haben. Und das ist, wenn man alles nochmal hat, dann kriegt man noch einen Erfolg. Ja. Schriftrollen haben wir auch schon ein paar, die gucken wir uns nicht nochmal an. Und Schätze haben wir auch schon ein paar gefunden. Und hier fehlt uns ein Schatz. Wo auch immer. Kapitelauswahl gucken wir nochmal. Hier. Genau. Und das. Ach nee, warte mal, wir haben hier. Der Sky-Schoner-Hafen. Nee, ich möchte gerne wissen, was wir da nicht haben. Kann ich das sehen? Nee. Müssen wir dafür spielen. Das heißt, als nächstes werden wir nochmal den Sky-Schoner-Hafen spielen. Wir haben jetzt ja auch alle Elemente. Das heißt, wir sollten auch das Tor, was wir damals noch nicht hatten, und das war, glaube ich, Erde, da haben wir den Ring jetzt öffnen können, um auch noch da die letzten Teile zu finden. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle auch wieder und sage, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.